Guten Morgen zusammen. Ich bin schon wieder unterwegs und zwar auf dem Weg von Flensburg Richtung Glücksburg. Da von meinem Stellplatz aus nirgends irgendwelche Radwegschilder standen, habe ich es erst linksrum versucht, einfach so der Himmelsrichtung nach. Da war aber dann militärisches Gebiet, da konnte ich nicht weiter, so wie ich das erkannt habe. Und bin dann noch einmal rum, bin jetzt eine Stunde unterwegs, um erstmal aus Flensburg rauszukommen. Und zwar dort, wo das Schild steht, war Flensburg Ende. Und jetzt müsste es noch ja, so circa 20 Kilometer Richtung Glücksburg sein. Aber bis jetzt waren auch noch keine Hinweisschilder, was den Radweg angeht. Hier ist zwar als Radweg ausgewiesen, aber nicht mit irgendwelchen Ortsangaben. Daher ist das so ein bisschen Glückssache. Wettertechnisch haben wir 13 Grad, stark bewölkt. Ich sag mal, ein typischer Sommertag. 3. Juni. Oder? Doch, ja. Jetzt bin ich schon wieder platt hier. Naja. Ist wie es ist. Auf jeden Fall geht es jetzt Richtung Glücksburg. Nochmal eine Korrektur, der 3. Juli natürlich. Mittlerweile bin ich in dem Örtchen Wes und da ist gleich am Anfang dieses schöne Reetdachhaus. Schön, hier in Wesen stand gerade einer auf mit so einem T6-Bus mit diesen BF Goodrich-Reifen, die mich auch reizen würden, wenn meine mal runter sind. Und haben wir mal kurz ein bisschen gefachsimpelt. Also die kommen schon in Frage. Ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht so interessant, aber für mich persönlich war das gerade wieder eine Bereicherung, so ein Gespräch. Weil geht nichts über wirkliche Erfahrungsberichte, die nicht von einem Händler mitgeteilt werden. So, hier steht das erste Schild. Glücksburg 8,9 oder Hafenspitze 5,7. Aber ich nehme erstmal Glücksburg. Also jetzt hier so über Land mit ja, 21, 22 km/h ist das echt frisch. Also gefühlt würde ich sagen 10 Grad höchstens. Ich habe vor meinem Hoodie, also hier so ein Kapuzenpullover, schon die Mütze aufgesetzt. Weil mit meinen 5, 6 mm Haaren, die ich ja seit Corona so kurz halte, ist es doch frisch am Kopf. Meint man gar nicht. Aber ansonsten schön hier so über Land. Vorsicht, starker Wildwechsel ist hier angesagt. Hier auf den Kuhwiesen sind überall so kleine Teiche. Da hinten auch schön zu erkennen mit dem Schilf. Sehr schön. Was weniger schön ist, es fängt an zu nieseln. So ganz feiner, leichter Regen. Aber heute habe ich an meine Regensachen gedacht. Zur Not kann ich die anziehen. Dann wird es auch noch wärmer. Wobei jetzt durch dieses Trampeln gerade, berg hoch, berg runter, geht es eigentlich. Die Beine sind eh warm, trotz kurzer Hose. Aber der Kopf ist halt empfindlich. So, wie ihr sehen könnt, Stadt Glücksburg an der Ostsee. Und jetzt schaue ich mal, was mich in Glücksburg selber erwartet. Hier war auch jetzt gerade wieder ein Hinweisschild Richtung Stadtmitte. Das werde ich erstmal nutzen, damit man schön von der Straße weg ist. Zumindest zeitweise. Die erste Belohnung des Tages. Ist das nicht ein tolles Bild? Hier gibt es so einen zentralen Punkt für die Verliebten, dass sie ihre Schlösser aufhängen können. Wahrscheinlich, damit sie nicht an irgendwelchen Brücken hängen. Hier ist so ein natürlicher Bachlauf. Dort stehen die Ritterrüstungen im Garten. Ich zoome mal ein bisschen. Gut zu erkennen, denke ich. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind noch so ein paar Seerosen. Das seht ihr jetzt nicht. Ja, bringt auch das Schwenken nicht. Da war ein sehr großes Anwesen, da auch wo die Ritterrüstungen zugehörten.
mit einer Riesenskulptur. Ich schaue mal, ob man das nochmal sehen kann. Leider nur das Anwesen, die Skulptur sieht man von hier nicht. Direkt vor mir ist das Schloss hier in Glücksburg. Mit einem herrlichen Teich rundum anscheinend. Mal schauen, ob ich da vorne auch hinkomme. Hier ist so eine kleine Gartenanlage unten. Hier geht es jetzt runter zu dem Gelände vom Schloss Glücksburg. Da werde ich natürlich auch gehen und nicht fahren. Wäre zwar möglich, aber wäre, glaube ich, recht unhöflich. Was ein Anwesen. Auch so hier die Beete von der Anlage, alles top gepflegt. Da drüben geht es noch in so einen Park rein, das schaue ich mir gleich an. Aber jetzt erstmal hier zum Schloss. Hier der erste Blick, wenn man so reinkommt. Ich mache mal so einen kleinen Schwenk mit der Cafeteria und den passenden Gebäuden dazu. Hier findet gerade eine Hochzeit statt. Hier an den Kanonen vorbei geht es dann Richtung Restaurant. Und hier führt sogar ein Weg drumherum. Den werde ich jetzt auch erstmal gehen. Ihr merkt an der Stimme, ich werde immer leiser, wenn solche Sachen sind. Nochmal so ein kleiner Schwenk hier über den See. Oder Teich, wie man es nennen mag. Und wie ihr seht, ist der Weg hier auch nach 20 Metern wieder zu Ende. Aber man hat trotzdem einen schönen Blick hier. Und dass der Weg hier endet, hätte mir eigentlich von vornherein klar sein müssen. Ich stand ja vorhin auf der anderen Seite und habe noch gesagt, da ist Wasser rundum. Naja. So ist das mit den Glücksmomenten in Glücksburg. Man vergisst das ein oder andere. Hier ein kleiner Blick rechts am Schloss vorbei, das ist abgesperrt. Aber man kann ja trotzdem alles sehen. Und hier dieser kleine See, nenne ich es jetzt echt, weil für einen Teich ist es einfach zu groß schon, geht noch ein ganzes Stück weiter da hinten. Und so wie es aussieht, kann man da auch das Ganze umrunden. Vom Schlosshof aus geht man hier zwischen den Gebäuden durch und kommt dann so gesehen auf die Rückseite nochmal. Nicht vom Schloss, sondern vom Schlosshof, also genau gegenüber vom Schloss so gesehen. Und hier kann man sogar Ferienwohnungen drinne buchen. Erst einmal der kleine Schwenk. Dort vorne Richtung Straße, wo ich vorhin sagte, man könnte hier in so einen Park gehen. Das ist dieser Park. Und das ist nochmal die Aussicht übers Wasser. Selbst bei diesem doch trüben Wetter wunderschön. Jetzt hier so schön durch diese Baumallee bin ich sogar ein bisschen geschützt vor diesem Nieselregen. Man merkt so ein bisschen von der Seite, wenn er vom Wind hier reingetragen wird, aber sonst okay. Schönes Fleckchen Erde hier. Dort drüben ist nochmal so ein anderes schickes Gebäude. Da schaue ich gleich mal, was das ist. Es scheint der Festsaal zu sein, da ist gerade ein Caterer am Aufbauen. Auf der Rückseite des Sees hat man jetzt direkt das Gefühl, als wäre man wieder im tiefsten Wald. Dazwischen, wo man den Blick aufs Wasser hat, sitzen immer ganz viele Enten oder Schwäne. Teilweise Gänse, so wie hier jetzt gerade. Es ist hier auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und heute ist ein Samstag, genau. Und es ist definitiv nicht überlaufen. Und das um 10:30. Und auch für Kunst am Wegesrand ist hier gesorgt. Aus
ja, so einem Ast mit diesen Knollen dran. Sieht's aus, als wenn das ein Tier sein soll, würde ich mal sagen. Da steht sogar was. Rumpelstilzchen soll das sein. Eieiei, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Der Großteil von euch wird das noch kennen. Hier stehe ich gerade an der Königseiche, Lieblingsplatz des Königs Friedrichs von Dänemark. Schloss Glücksburg, erbaut 1582 bis 1587. Das war schon recht flott, würde ich sagen, in dem Zeitalter. Wenn man hier so durchfährt, kommt einem das merkwürdig vor. Da stand gerade ein Schild Richtung Strand. Irgendwie, ja, ein komisches Gefühl, weil man ja in dieser Ecke gar nicht an Strand denkt irgendwie. Hier nochmal ein letzter Schwenk über diesen kleinen See mit Blick aufs Schloss, bevor es dann weitergeht. Wohin weiß ich wieder nicht, aber so eine grobe Richtung erstmal. Ich sag mal, die Häuser hier rund ums Schloss müssen sich auch alle nicht verstecken. Und das ist schon jetzt mit der einfachste vom Baustil. Jetzt bin ich aus Glücksburg wieder raus. Ich habe da nicht viel mehr gezeigt, weil es so eine klassische kleine Stadt ist, sage ich mal, die schön ist, die alles Mögliche noch bietet mit kleinen Parks, weitere kleine Seen oder Teiche. Alles, was man so braucht oder möchte. Aber mir geht es hier eher um das Radeln, was außerhalb der Städte ist. Und jetzt bin ich unterwegs Richtung Holnis. Das soll auch ein besonderer Punkt sein. Habe ich da vorne vorhin gelesen. Deswegen werde ich das mal ausprobieren. Hier ist schon die nächste Ortschaft, Bockholm. Auf dem Weg zum Ziel. Was ganz schön ist auf der Strecke, dass wenn ein Radweg irgendwo endet, der dann im Grunde auf der gegenüberliegenden Seite, auch wenn ich dann links fahre, aber ich habe wenigstens einen Radweg. Das ist schon viel wert. Hier mal so ein Blick in die Ferne, um auch mal zu verdeutlichen, dass hier definitiv nicht nur plattes Land ist. Also es geht ständig bergauf, bergab. Hier gibt es gerade so eine schöne Schautafel, entdecke die Halbinsel Holnis. Hier kann man schön erkennen, das Holnis Cliff, Salzwiese, Seemannsgrab und Holnis Spitze. Da möchte ich letztendlich, glaube ich, hin. Und schau mal, so ganz weit ist es ja nicht mehr, denke ich. Herrlich, herrlich, herrlich. Man kommt hier aus so einem kleinen Wäldchen raus und hat dann diesen Ausblick. Hat mich am ersten Moment so ein bisschen an Barbe auf Rügen erinnert. Dort gibt es so eine schöne Strandterrasse. Und wenn ich hier auf dem Rückweg vorbeikomme, werde ich da erstmal einen Kaffee trinken. Hier ist so ein weitläufiger Campingplatz. Gar nicht so voll, wie ich gedacht hätte. Ansonsten ist hier auch relativ leer. Aber ist ja auch frisch, also ist nicht unbedingt Strandwetter. Hier ist eine Surfschule. Und genau jetzt hier ist es mehr oder weniger windstill. Die ganze Zeit da hinten war schon kräftig am Blasen, aber genau hier nicht. Ob das von Vorteil oder Nachteil ist, weiß ich nicht. Eher nachteilig, denke ich. Ist das nicht ein klasse Radweg? Gut, das Dixie trübt jetzt gerade ein bisschen das Bild hier. Aber besser so, als dass die ganzen Ecken verschmutzt sind. So, das ist wieder eins von diesen schönen Reetdächern. Aber hier in der Ecke haben die alle noch so Holz oben drauf, wie so einzelne Sparren. Ich weiß nicht, ob das nochmal so eine Art Sturmschutz sein soll. Weiß das einer von euch? Dort seht ihr das alte Fährhaus hier von Holnis. Ist geschlossen, ursprünglich Café, Restaurant und Hotel. Und hier die Nebengebäude.
wo man hätte schön im Sommer unter diesem Baum sitzen können. Nach dem Fährhaus ist man echt total raus. Nur noch satte grüne Wiesen und große Büsche. Ja, hier stehe ich jetzt an der Steilküste im Grunde von Holnis. Ich gehe gleich mal nach links noch weiter, da ins Unterholz. Nur da sind gerade einige Leute. Deswegen zeige ich euch erst hier die Ecke. Und hier geht jetzt der offizielle Weg dann. Da ist nichts mehr mit Fahrradfahren. Das sind noch ein paar Meter, die man so gehen kann. Ah, gebückt. Und die werde ich auch zu Fuß machen. Tatsächlich fahren hier gerade zwei mit dem Rad runter zum Strand. Das ist ja ein super schönes Fleckchen Erde, wenn man hier runterkommt. Auch hier mit den Holzpinnen, die noch in der Erde stecken oder im Wasser. Ich finde das immer ein sehr schönes Bild. Und wie ihr seht, es ist fast windstill hier. Man hört so ein bisschen das Rauschen der Bäume oben. Aber ansonsten nichts. Ja, das ist die Spitze der Halbinsel Holnis. Und ich finde, dass sich hier jeder Meter lohnt. Es ist alles in einem kleinen Umkreis, ich würde sagen von 5 Kilometern in jeder Richtung. Ach, weniger bestimmt, weil so breit ist die Insel ja gar nicht. Aber es macht echt Spaß hier zu radeln. Auch von Flensburg aus machbar, wenn man den direkten Weg fährt, müssten es so circa 30 Kilometer sein. Dass ich jetzt im Bogen gefahren bin, liegt ja an mir. Also wenn ihr halbwegs fit seid, da gibt es auch einen schönen Weg durch den Wald, sagte man mir. Den werde ich auf dem Rückweg ausprobieren. Und denke, dass ich dann jetzt heute so auf gute 60 Kilometer ungefähr kommen werde. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Der Regen ist auch immer mal wieder so ein bisschen nur am Nieseln. Deswegen genieße ich das gerade echt. Auch von der Temperatur geht es jetzt. Ich würde sagen, wir haben schon fast 20 Grad. Gefühlt zumindest. Das ist dann wirklich die nördlichste Spitze von der Halbinsel hier. Dort auf der rechten Seite von mir war gerade nahezu gar kein Wind. Und hier, wie ihr auch an den Wellen erkennen könnt, ist wieder anständig Wind, was so ein paar Meter ausmachen. Ist echt immer wieder beeindruckend hier an der Küste. Genauso wie diese kleinen Häuschen, die so versteckt dazwischen stehen. Ich bin jetzt wieder auf dem Radweg unterwegs und habe gerade hier diesen Seerosenteich entdeckt. Leider nur so einen Ausschnitt, den ich zeigen kann, weil das Ganze privat ist hier. Aber wenn der erstmal in voller Blüte ist, das sieht bestimmt super gut aus. Ich bin jetzt in Schausende oder Schausende, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, und versuche gerade wieder ein Radwegschild zu finden. Aber es geht nicht nur mir so, gerade fragt mich auch schon welche nach dem Weg. Aber auch ich kenne mich hier nicht aus. Mir wird gerade bewusst, dass ich am Leuchtturm vorbeigefahren bin und den gar nicht gefilmt habe. Also, hier war ein Leuchtturm, rot-weiß, klassisch. Dort in der Ferne kann man ihn noch erkennen. Hier im Wald sind jetzt überall solche kleinen Moorlandschaften. Toll zu fahren, auch mit dem Untergrund hier, dass das so einseitig diese Betonplatten sind. Hier stand gerade ein Schild Quellental und dann habe ich diese Brücke gesehen und dachte mir, zack, da muss ich einmal rein. Jetzt habe ich natürlich noch einen 13. Gang drin. Ich bin gerade recht schwungvoll den Berg runter. So schöne kleine Fleckchen. Einfach mal rechts rein von der Straße aus. Quellental nennt sich das Ganze. Ich komme kaum zum Reden. Ich wollte eigentlich sagen, hier ist so eine Gebetsstätte. Aber ich bin gerade hier so einen Waldweg hoch, kleinste Gang im Stehen. Und die Räder drehten schon immer durch auf dem losen Untergrund. Das erste Mal, dass ich richtig Herzrasen habe auf dieser Natur. Puh, aber schön.
Mittlerweile fahre ich auch nur noch in T-Shirt. Die Steigungen machen es möglich. Und der geschützte Wald, weil der Wind ist noch frisch. Ich bin hier mitten im Wald, wie ihr sehen könnt. Aber hier riecht es lecker nach Grillfleisch. Das ist echt unnormal. Klar, es ist auch schon wieder 12:30, glaube ich, ne? Ja, 11:40. Natürlich habe ich schon wieder Schmacht, aber Grillfleisch mitten im Wald. Herrlicher Duft. Aber ein bisschen muss ich noch. Aber die Strecke ist herrlich an sich. Schaut mal da runter. Ja, Moment. Jetzt mit einer Hand ist natürlich hier mit den Wurzeln und dem Gefälle. Ich glaube, ich halte mal besser kurz an. Das meinte ich gerade. Ist doch schön, wenn man in der Richtung Wasser runter guckt. Und da kommen gerade Kinder hochgeklettert. Also ab hier ist es definitiv Wanderweg oder Mountainbike-Strecke. Das mache ich jetzt mit dem Reiserad nicht. Dafür ist es mir einfach zu schade. Ich schiebe jetzt mal ein Stück bis da runter und hoffe, ach, da fährt ein Mountainbiker. Gut, also es geht auf jeden Fall einen Weg weiter. Und hier geht es jetzt herrlich am Wasser entlang. Ein super ausgebauter Weg, beziehungsweise Naturweg, aber sehr gut zu fahren. Und da hinten ist ein bisschen Sonne am Horizont. Also näher am Wasser, auf einem Radwanderweg, kann man echt nicht sein als hier. Ist nur die Frage, wo ich rauskomme, weil hier jetzt schon lange keine Schilder mehr standen. Ich glaube, ich muss irgendwo da drüben hin. Ja, zur Not hätte ich das Handy, könnte ich auch noch nachgucken. Aber ne, erstmal fahren. Bin jetzt wieder oberhalb der Küste und da stehen hier im Wald überall so kleine Blockhütten mit herrlicher Sicht aufs Meer, auf die Ostsee. Hier jetzt gerade aus dem Wald gekommen, habt dieses Porsche-Schild gesehen und so ein bisschen Autoliebhaberei habe ich ja auch. Und wenn man dann hier so einen Hof sieht, ist das natürlich schon beeindruckend. Was bin ich heute ein Glückskind. Ich komme hier echt von einem schönen Weg auf den anderen. Obwohl ich jetzt vorhin durch den Wald natürlich die völlig falsche Richtung eingeschlagen habe. Durch das Quellental. Aber ihr seht selbst. Es lohnt, es lohnt, es lohnt. Hier auch so ein schönes Strandabschnitt mit einer kleinen Seebrücke, Liegewiese. So, und ab hier ist extra Hundestrand. Also Hundebesitzer, ab nach Flensburg. Oh, da scheint jemand Geburtstag zu haben oder sowas. Toll gemacht. Ja, und jetzt geht's wieder hier so durchs Wäldchen mit Blick aufs Wasser gelegentlich. Schöne ausgewiesene Radwegschilder, alles herrlich, aber das ist nicht euer Ernst. Ich meine, es ist eine Schiebepassage an der Seite. Aber es ist doch kein Radweg. Naja, sieht aus, wenn es so ein kleines Stück wäre, wird gehen. Man wird hier um so einen militärischen Sicherheitsbereich geleitet. Deswegen geht es da unten nicht weiter. Das heißt aber, ich müsste auch mehr oder weniger an dem Industriehafen rauskommen, wo ich mit dem Bulli stehe. Weil da grenzt diese Anlage, glaube ich, an. Wo ich gerade hier vorbeikomme, muss ich an Punktekontos denken. Das hatte ich schon völlig ausgeblendet. Kraftfahrtbundesamt. Die Flensburger Punktezentrale. Gut, dass ich da nichts mehr habe. Hier ist die Schule strategische Aufklärung. Ja, das gehört schon wieder alles zu Flensburg jetzt. Natürlich auch gerade die beiden anderen gezeigten Behördenhäuser oder Militär. Und jetzt geht es wieder runter Richtung Wasser. Das ist wieder nicht mehr der offizielle Radweg. Der wäre an der Hauptstraße runtergegangen, aber das wollte ich nicht. Das ist der Hafenbereich, der unterhalb dieser Hauptstraße ist. Natürlich wesentlich schöner.
als oben an der Hauptstraße. Diese Häuser im Hintergrund sind alles so einzelne Wohnungen, wo jeweils die Autos dann zwischenstehen. Ich weiß nicht, ob das zweigeschossig ist oder ob jeweils einer unten, einer oben ist. Kann man nicht rein von hier, aber sieht auf jeden Fall toll aus, direkt hier so am Hafen. Der Hafen an sich hier ist schon ein bisschen gehobener von der Ausstattung als die klassischen. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Auch kombiniert da die Neubauten relativ gut eingefügt ins Bild, soweit man das in der Größe machen kann. Und dort vorne erkennt man das Hochdach von meinem Auto in der Ferne. So, und das heißt natürlich auch, dass das Video jetzt hier enden wird. Es war eine herrliche Tour, waren knapp 60 Kilometer, gestern waren es 69. Ja, gefällt mir immer besser die Region hier. Tolle Ecken, die man einfach so blind erfahren kann. Alle Wege führen nach Flensburg, würde ich mal so sagen. Und mehr gibt's nicht zu sagen. Macht's gut, euer Markus.